So. Da bin ich wieder. Hätte nicht gedacht, dass ich so früh wieder streamen werde, aber ich möchte diesen Hack spielen. Also, lassen wir uns überraschen von Super Metroid Project Base. Ja, springen wir sofort rein. The last Metroid is in captivity. Okay, ich frag jetzt, weil jetzt kommt der lange Text und alles. Wollt ihr das wirklich sehen oder kann ich das überspringen? Es ist dasselbe, also die Geschichte hat sich nicht geändert, nur der Inhalt des Spiels. Super Metroid Project Base heißt das. Ich kann es auch nochmal in den Chat schreiben. Stream hat keinen Namen? Moment. So, jetzt müsste der eigentlich einen Namen haben. So, in diesem Hack wurde sehr viel verändert, was mir gefällt. Zum Beispiel, wenn man den Laufknopf drückt und nach oben springt, macht man sofort ein Salto. Wenn man im Sprung springt, geht man in den Salto über. Und dann gibt's noch meinen Favorit. Wenn man nach unten ist, den Laufknopf gedrückt hält, springt und gleichzeitig in die Richtung, in die man will, beziehungsweise nach hinten, dann passiert das. Und damit kann man den Turiso-Skip machen, was ich super finde. Der alte Turiso-Skip ist einfach, da muss er echt arbeiten für, da muss er rennen und diagonal hoch und runter zielen, damit Frames geskippt werden und dann muss er rechtzeitig springen können und, ach Gott, ey, das ist alles. Und man kann gedrückt halten, es wird auch viel schneller geschossen. Ja, Ridley haut sofort ab. Die Station explodiert auch nicht, also was auch sehr schön ist. Ach, das ist so gut, der Turiso-Skip-Sprung. Ist einfach überall Lichter dunkel. Dann versuch mal zu refreshen. Dann sollte eigentlich... sollte eigentlich angezeigt werden, dass ich Super Metroid Project Base upsala, spiele. Sollte mein Controller nicht gegen den Tisch schlagen. Hab gehört, das ist nicht gut. Planet Cebes. Ich glaube aber nicht, dass ich den Turiso Skip hinbekomme. Ha. Immer noch Untitled Broadcast. Komisch.
Okay, versuch das jetzt mal. Jetzt müsste es geklappt haben. So. Ich glaube, selbst MRT ist nicht live. Ich glaube, selbst der sieht das nicht live, meine Übertragung. Da ist immer ein bisschen Delay. 3, 4, 5, 6 rüber. Ah, zu weit rüber. Egal. Machen wir weiter. Ja, es ist immer 30 Sekunden Delay. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hatte, aber irgendeinen Grund wird das sicher haben. Upsala. Das war zu... Nee, ich lasse es einfach. Keine Ahnung, warum ich hier so hoch springe. Hier braucht man nur eine Missile für die Türen, was ich auch sehr gut finde. Wie gesagt, ich spiele blind. Ich habe keine Ahnung. Oh, hier ist ein Dingens. Den hätte ich im Let's Play gebraucht. Das habe ich jetzt aber unterbrochen, da ich ja jetzt streame. Ups. Ach komm. Rausgenommen, der Macher? Ach, okay. Hier oben geht es weiter, aber... Ja, hier lang ist nur ein Missile Tank, an den ich nicht rankomme, weil dafür brauche ich Springball und da oben, keine Ahnung, ob es da weitergeht. Sieht zwar so aus. Ja, keine Ahnung, ob es da weitergeht. Ich krieg das mit dem Walljump nicht so hin. Selbst privat nicht, wenn ich nicht streame. Krieg ich das nicht so hin, wie ich es haben will. Okay, da oben geht's nicht lang. Das sah so aus. Ja, ich habe übrigens den Walljump nicht geübt, sondern habe bemerkt, wir haben, gerade wenn ich das sage, falsch runter. Ich habe gemerkt, dass das mit dem Joypad besser geht. Und in dem Hack ist das sowieso ein bisschen flüssiger. Seht ihr? Ging viel schneller als gestern.
ist hier? Okay. Nichts. Sehr gut. Ist da immer noch der Kartenraum? Nein, ist es nicht. Ups. Komm, das schaffe ich. Ne, das wird wieder wie Meridia gestern. Ich mache einfach so. Ich nehme auch echt jeden Gegner mit, ne? Das gehört irgendwie zu meiner Strategie. Mal sehen. Oh, die sehen auch anders aus. Sehr gut. Ist hier ein Geheimnis? Na egal. Ich versuche das Spiel ja nicht auf 100% zu machen. Ich glaube, da würden wir bis morgen früh hier noch sitzen. Also wirklich morgen früh. Okay, das machen wir mit Safe States. Ich will das nämlich mal probieren, ob ich den Chorizo-Skip hinbekomme. Versuchen wir es nochmal. Mist. Einmal versuche ich es noch und dann wird gekämpft. Einmal versuche ich es noch und dann wird gekämpft, habe ich gesagt. Na, Mist. Nee, ich bin zu langsam dafür. Haben die den Bombjump hier einfacher gemacht? Oha, ja, ich merke, die sind viel schneller. Okay, ja, ein bisschen einfacher. Upsala. Die habe ich vollkommen vergessen. Irgendwie. Ich finde es gut, dass sie schneller losgehen, die Bombe. Wo wird da wohl die Bombe platziert? So, ab hier. Keine Ahnung. Ich bin im Let's Play nur bis vor den Torizo bin ich nur gekommen. Ich bin gespannt, ob die Early Super Missiles auch noch hier drin haben. Das bin übrigens nicht ich. Der Aufzug ist alleine schneller gemacht worden. Sieht sehr abgestorben aus. Ups, zu früh.
sieht aber aus. Der ist noch drin. Race of Tank. Geht's aber weiter? Ne. Komisch. Ja, tatsächlich, die sind noch drin. Super. Das freut mich. Das freut mich wirklich, dass sie noch drin sind. Oha. Mist. Oh, nö. Nichts. Okay, da kommt man irgendwie anders hin. Ich muss manchmal überlegen, wie dieser Sprung überhaupt geht. Ah, guck ihn an. Jetzt wissen wir auch, wie man an die Missile kommt. Oh. Nein. Boah, zum Glück. Ich liebe diesen Sprung. Okay. Wenn ich mich recht erinnere, und ich sehe es auf der Karte. Nicht? Ach komm, ey, das ist mies. Das ist einfach mies von dem Macher. Oha, das war smooth. Mist. Da hätte ich einen Mokol rausholen können. Holen wir uns den Charge Beam, wenn er noch am selben Platz ist. Nein! Oh, zum Glück. Ich hab gedacht, der hätte den rausgenommen. Also, aus dem Platz da rausgenommen. Was ist hier? Lieber Safe State benutzen. Ah! Oha, wie viel die abziehen.
Habt ihr es gesehen? Der Charge Beam zieht Items an. Ist ja geil. Was? Ich hab den X-Ray Scope hier schon. Oha, ist der schnell. Der ist richtig gut. Oh, der war noch an. Wo bin ich hier? Ich habe das Gefühl, hier darf ich noch nicht sein. Gehen wir zurück. Denselben Weg nochmal zurück. Upsala. Machen wir das so. Ich sammle mir hier Leben an, damit ich nicht sofort verrecke. Sollen wir es versuchen? Ha! Hab's geschafft. Sehr gut. Ja. Ich schwöre bei meinem Leben, ich kenne den Hack nicht. Ich wusste nicht, dass da jetzt Early X-Ray Scope drin ist. Jetzt muss ich halt nur aufpassen, dass die Gegner mich nicht töten. Ups. Machen wir so. Und hier geht's wieder weiter. Ich nehme an, hier brauche ich Speed Booster. Das sind Gegner? Das muss ich mir merken, dass man die Dinger potenziell erschießen kann. Wo sind wir? Nice. Gehen wir die grüne Tür öffnen, die da hinten war. Jetzt können wir auch mit dem X-Ray Scope gucken, ob der den Energy Tank hier oben weggenommen hat. Boah, das ist so viel Leben. Und ich bin fast voll. Der hat den tatsächlich weggenommen. So ein Sack. Okay, holen wir uns frühes, ja, Powerbombs. Nein. Wie habe ich das überlebt?
Das wird jetzt eine Challenge, darüber zu kommen. Gott, wo habe ich das letzte Mal abgespeichert? Och nö, das mache ich nicht nochmal durch. Den ganzen Weg da. Aha! Das war knapp. Speichern wir lieber ab. Komm, lassen wir auf dem Speicherpunkt. Ich nehme an, hier ist wieder nur Dingens. Ach komm, ich habe abgespeichert. Mann, ey. Da geht's zum Schiff. Na, was soll's? Wir haben Powerbombs, wir haben Dingens. Das ist unglaublich. Wir haben die Powerbombs, Super Missiles und X-Ray Scope noch vor Crate. Zweifle, dass es im normalen Spiel auch geht. Wo sind wir hier? Die habe ich keinen Bock. Da benutze ich Super Missile. Wir haben nicht mal Speed Booster. Langsam glaube ich, der hat den Hack.
Oh, verdammt, ich hab vergessen, dass die Ding jetzt nicht kommt. Hab mich schon gewundert, wo die bleibt. Ich bin sprachlos. Das ist echt unglaublich. Gehen wir einfach hier runter. Und gehen dann hier den Spacer holen. Hier rum. Der Spacer ist unten. Was mache ich da? So, was ist hier? Ist gleich geblieben. Oha. Holy shit, nein. Okay, da hat er den Spacer hingepackt. Man muss nur auf seine Umgebung achten. Warum hat der Spacer die Farbe vom Wavebeam? Der sieht auch komplett anders aus. Ich finde das super, was der mit diesem brillanten Spiel gemacht hat. Der hat das sogar noch besser gemacht. Ich könnte jetzt schon nach Meridia. Ich mach's aber nicht. Weil ich nicht will. Ich hasse das Gebiet. Boah, holy shit. Was, man kann einfach so hier... Nee. What the fuck. Wir gehen erstmal nach Norfair. High Jump Boots holen. Und... Early Ice Beam. Ich hätte das nicht mehr machen müssen. Hopp. Ah. Ich habe voll vergessen, dass man da stirbt. Also doch erst zu Crate. Kann ich mit leben. Kann ich definitiv mit leben. Okay, Metall drum. Nein, ach, wieder ganz nach unten. Oh, warum hat er da Treppen hingepackt? Da ist schon ein Mini-Crate. Der hat den normalen Soundeffekt von dem großen.
Hat der Große dann andere? Boah, sieht der gut aus, der aufgeladene Charge Spacer Beam. Aufgeladene Charge ist doch dasselbe. Ich bin halt fasziniert gerade. Ich komme mit meinen Worten nicht klar. Es war eine gute Idee, jetzt zu streamen. Noch eine. Und noch einer, wow. Ich meine, so schwer sind die jetzt nicht, aber nervig wie sonst was. Mal sehen, hat er das auch gemacht? Nö. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen. Na egal. Schon. Immer noch nicht tot. Wow. Wie viel HP hat der dem gegeben? Na, ja, geht doch. Ich habe auch nicht gesagt, dass es meine Idee war. Ich habe nur gesagt, dass es eine gute Idee war. Schade, die Farbe vom Davaria Suit ist dieselbe. Hätte ich mir anders gewünscht. Nein, Mist. So, gucken wir was. Hier auf uns wartet. Wasser! Nee, danke. Wasserphysik, ey. Ich habe das Gefühl, dass ich schneller war als in der normalen Version des Spiels. Oh, das sind die, die Licht spenden. Okay, eine weiße Flüssigkeit am Boden, die die Säuretexturen hat. Speedball! Das könnte interessant werden. Wie soll ich denn hier Speedball aufbauen? Bin ich hier beim Speed Booster sofort? Haben wir High Jump Boots übersprungen? Ich hab das Gefühl, dass wir es haben. Holy shit! Raus, 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 raus! Ah! Der lädt schneller auf! Okay, dann könnte man das schaffen. Wo gehe ich hin? Ich will den Wave Beam haben. Oh nein. Lava.
Okay, der hat das schwerer gemacht, den Wavebeam early zu bekommen. Kein Problem, das schaffe ich. Oder vielleicht ist da gar nicht der Wavebeam. Vielleicht will er nur, dass wir das glauben. Easy. Nein! So ein Mistkerl! Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich will da jetzt hoch. Ich will da hoch. Ich habe hier den Wavebeam verdient. Sowas kann man nicht machen. Nein! Nein! Mano! Ach, Mann! Versuchen wir das nochmal. Diesmal dran denken, der Macher dieses Hacks ist ein Troll. Ich kann einfach den machen, ist mir gerade eingefallen. So. Aha! Wavebeam! Grüne. Der ist grün. Sehr gut. Damit bin ich nicht so weit gekommen. Speedbooster. Nein. Boah, wo packt der überall die Dingens hin? Diese Blöcke. Das kann einem richtig auf den Sack gehen. Ups. Ja, ich bin tot. So, abspeichern. Oh, das war knapp. Moment, das wurde dafür gemacht, für den Speed Booster. Trotzdem komme ich nicht hin, verdammt. Okay. Upsala. Gehen wir zurück. Und holen uns die High Jump Boots. Klingt nach einer Idee. Hier lang. Okay. Okay, dann brauche ich keine Powerbomb zu verbrauchen. So, abspeichern.
Ich nehme an, das da unten ist Crocmayer. Jetzt, da ich weiß, dass man den Mockball hier nicht braucht, ist das sehr einfach. So. Ich hab doch den Wave Beam, warum geht der nicht durch die Dingens? Geht doch durch Wände, warum? Aber schalten wir den Eisbeam aus. Der geht mir jetzt schon auf die Nerven. Naja, ich hab Wavebeam. Außerdem brauchen wir High Jump Boots. Dieser Hack ist so gut. Bin froh, dass ich den gefunden habe. Ich hätte den ganzen Dreck gar nicht machen müssen da, ey. Das ist Crocmayer. Nee, auch nicht. Okay, das ist einfach nur eine alternative Route. Ich nehme einfach mal an, dass Crocmayer nicht stärker gemacht worden ist. Obwohl es sein könnte, Crate wurde auch stärker gemacht. Der hat mehr als 4 Super Missiles gefressen. Sagen, das sind doch eigentlich diese Gnome. Und er ist grün gemacht worden. Oha. Ja, der ist stärker. Oh ne, doch nicht. Ich hab gedacht, der wäre. Ey! Von meinen Missiles zu blocken, du sagst.
Verreck in der Hölle. Ah, ich kann nicht weiter. Wow, da ist nur ein Ding jetzt hingemacht worden. Ein Missile Tank. Skelett hat auch eine andere Farbe. So, holen wir uns den Grappling Beam. Wir sind jetzt schon fast wieder durch das Spiel, habe ich das Gefühl. Ja, nee, muss nicht sein. Okay. Plattform. Oha, macht nicht viel Schaden. Nee. Das mache ich nicht mit. Ich hab schon gedacht, das schaffe ich nicht. Grappling Beam. Ist auch grün gemacht worden. Oha. Schritt nach rechts. Okay. Hier. Nein, so knapp. Na egal. Sind nur Powerbombs, also. Okay. Save Point einfach hier hingepackt. Ups. Einmal voll heilen, kann auch nicht schaden. Sehr gut. Irgendwie. Hallo. Ah, ein Energy Tank, sehr gut. Das war nicht schlau. Okay, wir haben Crate gemacht. Als nächstes ist Phantom dran. Okay. Nur ist es der normale Weg zu Phantom. Oh, Lava.
Moment. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Easy. Ist auch nix. Was ist hier drin? Ah, okay. Ich hab schon gedacht. Warum kann man hier einfach in die Lava rein? Der Macher ist ein Sadist, aber vom Allerfeinsten. Ich habe immer noch nicht alle Gegner getötet. Okay. Nehme ich gerne. Immer noch nicht. Muss ich die Dinger auch killen? Kann ich die killen? Ich kann die killen. Beam sieht jetzt schon aus wie Plasma. Schnell alle Gegner fertig und gucken, was da oben sitzt, wenn das die Voraussetzungen für die Tür sind, natürlich. So, ich gehe davon aus, dass jetzt alle Gegner aus dem Weg sind. Und wenn ich aufhören würde, in die Lava zu springen, wäre das super. Und ich mache es sofort wieder. So macht das Spiel doch Spaß. Natürlich sind es nicht die Voraussetzungen für das. Für diese Tür. Na, alles klar. Dann muss es ja so sein. Kann man auch gleich abspeichern. Okay. Ich mach's mir einfach. Wenn es mir schon die Option gibt. Oh.
Nein. Oh, zum Glück. Das nehme ich gerne. Das nehme ich sogar sehr gerne. So, und jetzt kann ich den... Ich kann den Eisbeam noch nicht ausmachen. Nicht aufgehoben, egal. Hat er den Part drin gelassen? Okay, ich wollte gerade schon sagen, den hat er nicht drin gelassen. Mann, hatte ich mit dem Part gestern... Oh! Hatte ich mit dem Part gestern Probleme. Ach ja, stimmt. Da ist nichts. Nee. Schade. Kann man mal hier gucken. Sehr komisch. Oh nee. I don't give a fuck. Jetzt kann ich den Eisbeam ausmachen. Das ist der nervigste Beam, den es im Spiel gibt. Meiner Meinung nach. Jawohl. Och nö, Viridia. Hätte ich eine Musik schon hören können eigentlich. Anlauf brauche ich gar nicht. Na, seht ihr? Das hat er auch drin gelassen. Finde ich sehr gut. Ach, selbst das kann ich jetzt mit Dingen selber springen. Oh, doch nicht. Obwohl. Mit getimten. Jawohl. So geht's. So will ich das gern. Ich will diesen Boss nicht be...
Boah, die sehen noch viel gruseliger aus als... Ach Mist, ey, scheiß Wasser. Hier ist... Wow. Congrats. Wieso ist hier Energie? Ich habe Phantom noch nicht besiegt. Egal. Ich werde es nicht hinterfragen. Das ist auch irgendein Geräusch, was von Bossen kommt. Wow, das war schnell. Oha. Hat er ihn noch schwerer gemacht? Ey, langsam ist gut, ne? Holy shit. Jawohl! 76 HP habe ich Dingens besiegt. Oh, Phantom. Versuch das mal, MRT. Komm durch. Durch? Nee, das war ein Glitch. Ah, okay. Ich hab's mir schon gedacht. Gott, nein. Ach, dann muss ich wohl wieder den Eisbeam rausholen. Ich mag auch das Menü. Dieser Hack ist so gut. Das ist alles? Betrug. So, jetzt wird Eisbeam wieder ausgemacht. Entschuldigung, dass ich immer wieder hin und her wechsle. Moment. Ach, verdammt. Ja, Entschuldigung, dass ich immer wieder hin und her wechsle, aber der Eisbeam ist... der Feind des Speedrunners, wenn man so will. Nochmal, ich bin kein Speedrunner, aber... ist trotzdem schön, ein... geliebtes Spiel schnell durchspielen zu können und zu wollen. Ah ja, Ocarina of Time muss ich auch wieder mal. Es kommt dann nächste Woche in. Nein. Aber mal sehen.
vielleicht werde ich das ja auch mal irgendwie für YouTube aufnehmen oder streamen. Wer weiß. Was zum Teufel? Hier speichere ich mal ab. Wo bin ich hier? Ah, okay. Ich weiß, wo ich bin. Naja. Im normalen Spiel wüsste ich, wo ich bin. Jetzt ist knapp mit der... Yay! Ein weiterer Energy Tank. Ja, für Ocarina of Time brauche ich länger. Ja, länger als einen Tag würde ich nicht sagen. Für Ocarina of Time braucht man keinen Tag. Diese Stacheln machen unmenschlich viel Schaden. So, jetzt holen wir uns die Gravity Suit. Verdammt. Das machen wir anders. Mist. Master Quest habe ich schon geschafft, ja. So, wir gehen uns erstmal hier nochmal einen schönen Reservetank holen. Den Platz gelassen. Finde ich gut. Gravity Suit. Okay. Damit hätten wir die Hälfte des Spiels, des originalen Spiels, hinter uns. Ob hier noch irgendwas nach Mother Brain kommt? Keine Ahnung.
Wäre nett zu sehen, aber naja. Das hier hat er auch verändert. So. Jetzt gehen wir ins Schiff rein. Einmal schön voll heilen. Abspeichern. Und dann machen wir ein bisschen davon. Hat er es rausgenommen? Komisch. Das nehme ich mit. Ist hier noch irgendwie was? Wird hier noch irgendwas versteckt? Wow. Nicht, was die Lücken da sollen. Wie kommen wir am schnellsten nach Meridia? Ja, durch Brainstar. Okay, hier ist nichts. Schade. So. Ich hab's das letzte Mal verkackt. Ich werde es nicht nochmal verkacken. Ich zeige euch dieses Mal, wo die Etekuns in dem Spiel sind. Ha. Kaputte Chozo-Statue. Okay. Dachte ich mir. Ach nö. Thank you.
Es ist auch immer so. Super Missile Tank. Das ist nicht richtig. Egal. Safe Point. Okay. Ah, da ist der Energy Tank. Kommt ihr? Geht doch. So, das waren die Ethikuns. Wo der Dakora ist, kann ich auch zeigen. Das dauert nicht lang. Das ist ein langer Fall. Da ist er. Sieht natürlich anders aus als im originalen Spiel. Dieser Raum ist nutzlos. Der Shinespark benutzt keine Lebensenergie. So. Mir ist langweilig, also gehen wir Spawnspark killen. Der ist stärker. Natürlich, alle Börse sind hier stärker, aber dass der so viele Supermissiles frisst, das wundert mich schon. Es gibt noch einen geheimen Eingang. Ja, da ist aber nur Dingens. Ein Speicherpunkt. Oder wurde das geändert? Kann man ja gucken. Spawn wurde gekillt. Ich kann jederzeit wieder hier hin. Nee, hier ist nur Dingens. Speicherpunkt. Oder meintest du einen anderen geheimen Gang? Mit Supermissile-Durchgang? Okay. Meinst du den hier?
Was erwartet uns hier? Ach, das hat uns nur zurück zu Dingens gebracht. Zum Anfangspunkt. Ist ja langweilig. Ich hab gedacht, jetzt kommt irgendwie NES Mother Brain oder sowas. Sind die keine Supermissiles? Was soll denn das? Na, geht doch. Immer nach geheimen Durchgängen gucken. Man weiß ja nie. Aber wie gesagt, ich will das Spiel ja nicht auf 100% durchspielen. Sondern einfach spielen. So, und da wir hier sind, können wir auch gleich die Tür öffnen und den Inhalt mitnehmen. Wow, sinnlos. Ach, wir haben ja schon eine zweite Reihe Energy Tank. Sehr gut. Das heißt, wir sollten eigentlich 1000 Leben haben. Steht das da irgendwo? Nee. Okay. Das war dann wohl bei Zero Mission. Ja, hier können wir lang. Hier müssen wir sogar lang. Ugh.
Wir können hier einfach durch. Okay, dann holen wir uns kurz. Dann holen wir uns kurz Dingens, ne? Springball. Wo geht's denn nach da unten? Habe ich jetzt gerade einfach nur Glück oder springt die immer aus dem Sand? Egal wie tief sie ist. Ja, okay. Das ist nett. Nein, ich will es alleine hinkriegen. Aha. Easy. Oh, der Raum wurde komplett verändert. Moment. Okay. Hab ich mich vertan? Sieht Dragoon dann auch so aus? Wie die... So, was ist hier unten? Oha, der ist nicht klein zu kriegen. Ah, okay, hier kommen wir von Dingens her. Kommen wir zurück nach Breenstar. Ich versuch mal was. Ne. Da war noch ein Monster. Come on. Geht doch. Warum hat das gestern nicht so gut geklappt? Wird heute vielleicht auch der diagonale Shinespark klappen? Wer weiß. Das wäre natürlich sehr geil. Wenn der klappen würde. Ich kann aus dem Dingens raus Speedball machen? Das ist brillant. Ey, beim ersten Versuch. Ich krieg die Kritze. Okay. Brauche ich nicht machen. Bin ich mit einverstanden. Oh, Mockdroid.
Holen wir uns mal ein paar Items, die wir uns gestern nicht geholt haben. Da ist schon wieder ein Mockdroid. Warum hat er die an so scheiß Plätze getan? Wenn ich da reinkommen würde. Vater, geht das? Nein. Mist. Ich wollte einen Speedbooster aufladen. Jawohl, ich hab's geschafft. Ist das unser vierter Resurf Tank? Tatsächlich. Moment. Komisch. Sehr, sehr skurril. Versuchen wir das gleich nochmal. Es hat schon wieder geklappt. Ich fühle mich verarscht. Und ich weiß definitiv, dass es nicht in diesem Hack war, dass ich den gesehen habe. Diesen Trick. Ich weiß, dass ich den... Warte. Moment. Ich weiß, dass ich den im Original Super Metroid gemacht habe, diesen Trick. Da kann mir keiner was erzählen, dass ich das nicht gemacht habe. Natürlich, ihr könnt es nicht bezeugen, aber...
Nein. Wow, das muss man ohne die Schildkröte machen. Ich könnte da einfach Hochspeed boostern, aber... Warum klappt das jetzt und gestern nicht, ey? Egal, ich sollte mich darüber nicht aufregen. Ich schaffe es jetzt und damit hat sich das. Da ist noch ein Mogdroid. Oh, fancy. Habe ich die Tür wieder aufgemacht? Okay. Nehme ich gerne an mich. Ich wusste es, dafür hat er den hier weggenommen. Das ist so viel einfacher. Wo kommt das her? Was denn hier? Ah, ne, Zenit. Das war auch nicht schlecht. Wo kommt das Ding dauernd her? Wo ist er? Dort spulen wir auch mal vor. Dauert viel zu lang. Oh Gott, das hat weh getan in den Ohren. Das tut mir so leid. Ja, siehst du. MRT. Mit Dingens geht das nicht.
Dafür braucht man Plasma. Bisschen näher. Geht doch. Rip Dragoon. Oh, der Magen ist aufgeplatzt. Da sieht man das richtig. Verreck auch du in der Hölle. Na, fertig. Bitte sag mir, es ist in dem Teil ist der Space Jump gefixt. Dass man mit jedem Sprung... Oh. Ich verehre ja den Kerl, der das gehackt hat, aber ich hoffe, dass er in der nächsten... im nächsten Update oder so das auch noch ändert. So ein Item? Ne, so ein Mock-Droid. Ich meine, ich bin eigentlich ganz gut mit dem Space Jump, aber geht halt auf die Nerven, dass man getimed drücken muss. Das war noch nicht alles. Hier oben ist noch was. Ich weiß nicht, was hier ist, aber das gucken wir uns nach dem Plasma-Beam an. Das sieht ein bisschen Schrott aus, aber kann man mitleben. Ich mochte den, die grüne Textur des normalen Plasma-Beams. Den hätte er gerne normal lassen können. Und dafür den Space Jump ändern. Hab ich kurz verheddert. Das verstehe ich immer noch nicht, warum das Ding so viel Leben hat. Das heißt, es ist nur noch Ridley übrig und danach Dings. Mother Brain. Laut normalem Spiel. Wie gesagt, absolut keine Ahnung, ob er am Endgame was geändert hat. Sind wir im Plasma-Beam-Raum? Das ist verarsche, ey. Wir haben unseren eigenen Screw-Attack, bevor wir Screw-Attack wirklich haben. Ah, hier ist die Röhre, die ist so
Mr. Wow. Sehr interessant. So, auf nach Norfair. Ja, gehen wir schnell zum Schiff. Einmal voll heilen. Super Missiles. Das wurde für den normalen Ridley vielleicht reichen. Aber der wurde gebufft. So wie jeder andere Boss. Na egal, wir haben noch 160 normale Missiles. Und mindestens 5 von den normalen Missiles ist eine Supermissile. Die kann man mit einem Plasma-Boom killen, okay. Ist gut zu wissen. Ich kann auch gerne mal einen Super Metroid Randomizer machen. Randomizer bedeutet, dass zum Beispiel der Morph Ball nicht in seinem normalen Platz ist, sondern da ist, keine Ahnung, jetzt mal übertrieben, Plasma Beam. Nur raussuchen. Die kann man auch mit dem Plasma-Beam killen. Auch gut zu wissen. So, wo sind wir hier? Alles klar. Was für ein Color Palette hat er benutzt? Ey, das ist Augenkrebs. Das hier ist ein Flügel. Von dem Viech hier. Ach ne. Doch nicht. Thank you.
Entschuldigung. Gelb. Boah, widerlich. Ah, der goldene Torizo. Oha, der ist schnell aufgestanden. Das habe ich nicht erwartet. Der scheint aber nicht gebufft geworden zu sein. Der ist schon halb down. Der ist schon halb down. Wurde nicht gebufft. Das kann mir keiner erzählen. Aber wir haben endlich das finale Item, was keine wirkliche Animation hat. Ups. Boah, die sehen gut aus. Irgendwie läuft das auch flüssiger, habe ich das Gefühl. Was hier unten ist. Na, wer hätte es gedacht? Gerade wo ich sage, jetzt läuft es flüssiger, beziehungsweise das Spiel läuft flüssiger, geht das apeshit. Nicht so, Game. Nicht so. Entscheiden musst du dich. Das habe ich im letzten, im normalen Playthrough nicht geholt. Weil Powerbomben nutzlos sind. Oh. Och nö. Hier kommen die Dingens. Ja, genau die. Das ging eigentlich ganz schnell. Finde ich gut. Okay. Das sieht man doch gerne. Thank you.
easy. Ha! Es geht nach oben. Und zu der Seite? Wo geht's hier hin? Okay, den Raum kenne ich nicht. Gucken wir uns sofort an. Aber was ist hier oben? Den Raum kenne ich auch nicht. Den gucken wir uns jetzt an. Willst du mich verarschen? Ja, okay, aber wir hätten hier nicht durchgekonnt, weil Security Door. Aber was? Was ist hier hinten? Oh krass. Das ist ja viel einfacher, hier zum Mother Brain zu kommen. Appreciate that. Das ist gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir vor 12 Uhr fertig werden. Wir haben schon fast alle Dingens, Energy Tanks. Und das legit. Willst du mich verarschen? Das kann doch nicht. Das ist mies. Das ist richtig mies. Okay, doch. So, jetzt können wir gucken, was hier oben ist. Bestimmt der letzte Energy Tank. Nö, Missile. Nichts anderes? Das ist ja lame. Ich hab das gehört. Da ist eine Tür aufgegangen, obwohl ich die nicht aufgeschossen habe. Mit der Rakete. Ich finde es erstaunlich, wie der es geschafft hat,
dass der Speed Booster schneller aktiviert wird. Und ja, alles andere. Ah, Mist, ich wollte eigentlich noch was gucken. Kann man ja sofort machen. Dauert ja jetzt nicht mehr so lange, Aufzug zu fahren. Powerbomb. Das ist mein Safe State. Da gucke ich nämlich nach dem Stream, ob man den Glitch auch hier vollbringen kann. Dass man mit allen Items neu starten kann. Auch wieder nur Missiles. Ich will den letzten Dingens. Ordentlich viele Orte, wo der sein könnte. Habe ich jetzt keine Lust nachzugucken. Wie gesagt, ich will das Spiel vor 12 beenden. Interessant. Sehr interessant. Die haben alle die falsche Augenfarbe. Oh, ich habe gedacht, das hätte er schneller gemacht. So, dann sind wir schon in Turia. Oh, what the fuck? Turien sieht ja normal schon spacey aus, aber das ist übertrieben. So, eines muss ich machen. Oder muss ich da? Scheiße, ich muss es machen. Ja, im Screw Attack ist man übrigens unbesiegbar. Hallo? Können wir mal abspringen? Danke. Das mache ich nicht nochmal. Goddammit! Thank you.
Oha, das sieht nach Blut aus. Gefällt mir. Das gibt dem ganzen Spiel so ein... So, jetzt bist du gefuckt. Oha, nee. Nein. So knapp. Hätte der geändert, dass das Ding nicht killen kann. Ich hätte den Hacker ausfindig gemacht und dem ins Gesicht geschlagen. Ehrlich. Weg mit dir. Vor allem der Nebel im Hintergrund ist auch nochmal so ein... So, jetzt vorbei mit dir. Feeling. Bin gespannt, ob die Sabotoids oder wie auch immer die heißen, diese hier grünen Wirbelsäulen oder was das sein soll, ob die hier auch stärker gemacht worden sind oder auch nur... Ne, ist gleich. Und das Scheißzeug... Damit habe ich nicht gerechnet. Können diese Kringel mal aufhören zu spawnen? Scheiß Viecher, ey. Letzter Kampf. Oh ja, Epilepsie-Warnung, Leute. Mist, zu früh gesprungen. Blaues Flair, nett. Und gelber Atem, widerlich. Oh. Krieg ich einfach nicht mehr den Hyperbeam, sondern irgendwie so einen roten, widerlichen Beam. Scheint ja nicht mehr in allen Farben. Sehr schade. Ja, komm. Es gibt einen Glitch, mit dem man aufstehen kann. Ich glaube, das ist Start drücken und dann... Nö. Rote Spucke. Und Metroid. Selbst Mother Brain ist nicht mehr am Leuchten in allen bunten Farben. Das vermisse ich irgendwie. Ich vermisse auch irgendwie einen Hintergrund. Das wäre sehr nett, wenn man den wiederbekommen könnte.
Es ist ein dunkleres Grün geworden. Genauso wie es im Originalspiel ein dunkleres Rot wird. Gott, ey, das arme Metroid sieht noch kränker aus als sonst. So, mal sehen, was für ein Beam wir jetzt kriegen. Scheint ein gelben. Trotzdem hyper. Der sieht aber nicht sehr hypermäßig aus. Sieht eher aus wie ein Texture-Fehler. Als hätte der sich da überhaupt keine Mühe gegeben. Das sieht exakt aus wie der Plasma-Beam, den wir gerade schon hatten. Nur in Gelb. Ja, komm. 3 Minuten, alles klar. Ich hoffe, das hat er nicht geändert. Was ist los, MRT? Boah, ey, dieser scheiß Time Space Jump, ey. Aber es scheint nach Mother Brain wirklich nichts mehr zu kommen. Hätte ich mir doch ein bisschen. Also, ich weiß, ich wünsche mir hier sehr viel, aber das heißt nicht, dass ich den Hack nicht mag. Nein, ich liebe diesen Hack. Der ist super. So, Etikons und Dingens retten. Komm, lauf. Nee, komm, ich habe keine Lust darauf, auf den zu warten, auch wenn ich nur 1 Minute, 1,5 Minuten habe. Ups. So, gucken wir mal. Eigentlich müssten wir das Spiel unter 3 Stunden durchgespielt haben. Oh, sehr ominös. Eine Stunde 55. Ich habe meine Zeit von gestern sogar noch getoppt. So. Das überspringen wir mal. Das ist der Justin Bailey Look. Wow. Das ist noch der ganz alte Super Metroid. Nicht Super Metroid. Das ist noch der ganz alte Samus Aran Skin. Den hat man bekommen, wenn man ein Cheat eingegeben hat in dem originalen Metroid.
Da noch irgendwas? Okay, scheint nicht so. Ja. Netter Hack. Wie gesagt, ich hätte mir ein paar andere Sachen gewünscht, aber ich bin nicht der Macher des Hacks. Ich werde den auch nicht anschreiben, nur weil eine Person das haben will. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Stream. Wenn ihr noch irgendwas sagen wollt, macht das gerne. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.